sich über die Jahre entwickeln. Immer noch gebe ich keinen Fick auf die Bitches und schreib meine eigene kranke Geschichte. Viele sind nicht meiner Meinung, sie sagen, ich mache zu viel. Denn das, was ich alles alleine schon schaffe, das schaffen die Fotzen nicht mal, wenn sie viel sind. Alle nicht real. Ich kann kein bezahlen dafür, dass er mir irgendwas macht, also mach ich es selber. Ich mach es vom Rap bis Graffiti, vom Video bis Logo für alles, das, was ich kein Geld hab. 80% deutscher Rapper sind scheiße und Dicker, warum ich die Fresse aufreiße? Weil das, was aus denen ihrer Fresse kommt, ungefähr gleich interessant ist, wie wenn sie halten. Nur wenige gönnen den Weg an die Spitze, sie passen im Moment ab, wo sie dich ficken, sind alle vergiftet und machen an das, was sie selber nicht schaffen, zunichte. Und irgendwann fickt einem Karma die Seele, denn alles geht nach einem Plan und zerträgend, das Wasser gerade rotiert. In meinem Kopf ist die dunkle Seite der Macht und kein Leben. Ich schreib dir die Buchstaben so wie getopft, was unterbewusst alles strahlt. Ich lieb den Geruch und den Lack auf der Wand, ob es bunt oder schwarz ist, egal.